mein Gott, Leute, diese neuen Boxen brauchen wir unbedingt in Brawl Stars. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich sag's mal so, ich will neue Boxen in Brawl Stars. Und ich glaube, dafür spreche ich eigentlich für jeden von euch. Wir haben seit Anfang an immer nur die gleichen Boxen. Die Brawl Box, die Big Box und die Mega Box. Ja, und ich sag mal so, ich bin schon langsam etwas langweilig. Also, es macht schon Bock, wenn man einen Legendären zieht, in meinem Fall. Wenn ich 10 Verbleibende ziehe, 11 Verbleibende oder vielleicht ja auch mal 12 Verbleibende. Wer weiß. Aber ich hätte mal wieder Lust auf ein bisschen mehr Abwechslung. Und ich weiß, wir wünschen uns das alles schon Ewigkeiten her. Ich habe schon vor eineinhalb Jahren, Videos hochgeladen zu Konzepten zu neuen Boxen. Die werden wir uns jetzt erstmal angucken und dann gucken wir uns eure Konzepte an für neue Boxen, die so eventuell in Brawl Stars reinkommen könnten. Ganz, ganz wichtig, ich habe eine Sache auf jeden Fall, die ich euch nicht verheimlichen will. Ich habe Supercell gesagt, ich wünsche mir neue Boxen. Ich hoffe einfach mal, dass sie sich das Feedback ein bisschen zu Herzen nehmen. Ihr müsst halt wissen, bei Clash Royale haben sie genau das gemacht. Sie haben jede einzelne Box ausgetauscht. Die Boxen, die es damals gab, gibt es jetzt gar nicht mehr. Es gibt komplett neue. Mit richtig coolen Konzepten. Blitzboxen, Auswahltruhen, wie auch immer. Und halt auch richtig teure Truhen, die halt dann, mal nicht nur 5 Euro kosten, sondern 20 Euro, wo dann aber halt viel mehr drin ist. Das heißt, leistungstechnisch lohnt sich dann natürlich viel mehr die teurere zu nehmen, wenn man eh viel jammen will. Was natürlich für uns als YouTuber nochmal besser ist. Guckt mal, Alter, war das lange her. Ey, das war über 2 Jahre her. Vor 2,5 Jahren habe ich schon ein Video hochgeladen. Oh mein Gott, diese neue Box muss kommen. Update-Ideen. Und jetzt gucken wir uns mal an, um welche Box es sich hier handelt und ob ich aus heutiger Sicht einschätzen würde, dass dies realistisch ist, dass die kommt oder dass das halt überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Gold im Überfluss, wirklich. Das sind hier die Probleme auf höchster Ebene, ne? Die Luxusprobleme. Nee, aber warum bekommt man hier noch mehr Gold? Was soll man denn mit diesem Gold anstellen? Genau. Und wofür eine Das Megabox? Denke ich mir auch heute noch. Ich hätte zum Beispiel eine Idee für dieses Update-Ding, dass man zum Beispiel, sage ich jetzt mal, generell eine ganz neue Box einführt. Oh mein Gott! Holy! Okay, warte. Meine Kamera überdeckt das natürlich mal wieder komplett, aber hier haben wir die neue Box. Oh mein Gott, wie krass sieht die aus? Holy, was habe ich mir damals gedacht dabei? Ich glaube, ich habe die sogar selber designt, so ein bisschen zusammengewürfelt. Sehr, sehr wild. Da kommen wir jetzt gleich zur nächsten Idee. Also mit dieser Skinbox, das ist wirklich eine Skinbox gibt die noch relativ günstig ist, sage ich jetzt mal, für, keine Ahnung, 80 Gems. Auch selber Design, oder, super geil. 60, 70, so ein guter Schnitt, wo man dann halt Skins ziehen kann, die natürlich... Alter, vor 2,5 Jahren habe ich schon daran gedacht, neue Boxen ins Game zu bringen und es ist immer noch nicht passiert. Bro, also, ich meine, das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, ne, an der Stelle an Supercell. Am Ende wissen die vermutlich, was am besten ist für das Game, dafür, dass die das halt am Leben halten, aber meiner Meinung nach wäre eine neue Box halt super, super sinnvoll und jeder würde sich drüber freuen, ganz ehrlich. So, und ich habe nochmal vor circa einem halben Jahr mit Kevin zusammen neue Boxen oder neue Ideen vorgestellt. Unter anderem. Das könnte im neuen Brawl Talk kommen. Oh mein Gott! Diese neue Box. Brawl Pass Box. Diese neue Box. Diese neue Box. Und diese neue Box. Und diese neue Box. Wow. 2-1. Abfahrt, Junge! So, schauen wir doch mal rein, was wir uns da angeguckt haben. Oh mein Gott! Wow! Warte mal, machen wir eine Pause. Legendary Box, WTF! Holy shit, wie krass sieht das denn aus? Warte mal. Tatsächlich überdeckt meine Kamera auch noch eine Box. Ich blende die mal aus. Digga, einfach eine Brawl Pass Box. Brawl Pass Box, Legendary Box, Nitas Box und Leons Box. Holy shit! Also, ich sag mal so, wir sind ja immer eigentlich, also ich wünsche mir tatsächlich schon Ewigkeiten eine neue Box. Und ich sag mal so eine... Ich sag das schon seit immer. Also... Das wird der letzte Aufruf sein. Okay, vermutlich nicht. Aber hoffentlich. Also hoffentlich wird es der letzte sein, bis eine neue Box kommt. Stell euch einfach mal vor, genau so eine Legendary Box wie da drüben. Du öffnest sie einfach und es ist halt einfach garantiert ein legendärer Brawler drin. Ein zufälliger. Das wäre so krass. Die könnte dann natürlich ein bisschen teurer sein. Das wäre gar kein Problem. Aber Bro, also diese Box, die wird alles verändern. Ich glaube auch ganz ehrlich, das wäre gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Leute würden mehr Geld ausgeben. Weil ein garantierter legendärer Brawler für 370 Gems, ey, also schreibt mir ganz ehrlich in die Kommentare, würdet ihr euch die Box kaufen? Mit Creator Code Pookie natürlich. Immer schön eingeben. CC Pookie. Ich würde es mir safe kaufen. Gut, ich sowieso. Legendary Box wäre schon absolut krank. Wie kann man sich das vorstellen? Vermutlich einfach
legendäre Brawler, der da rausdroppt. Garantiert oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die halt höher ist? Das ist halt die Frage. Also ich meine, für 370 Gems kann man schon einen erwarten, oder nicht? Ja, eigentlich ja, schon, ne? Weil denke ich auch. Kosten ja sonst auch ja nur so viel. Wenn die im Angebot sind, kosten die statt 700 auch nur 369. Also das wäre schon eine krasse Sache, aber die dürfte halt nicht dauerhaft im Shop sein. Nee, weil das wäre halt zu OP, aber das wären dann eh hier oben bei der Rubrik steht ja Special Boxes. Vielleicht ist das ja eh so gedacht, dass die halt nur irgendwie zu speziellen Events drin sind. Dann schauen wir uns mal die Brawl Pass Box an. Ey, die sieht aber auch krass gemacht aus, ne? Mit dem Brawl Pass Box? Keine Ahnung, was man da ziehen kann. Kann man machen, ich weiß nicht, was genau der Sinn dahinter ist, um ehrlich zu sein. Da gibt meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, kann ich mir noch nicht vorstellen, dass es kommt. Genau, bei der Legendary Box, das erinnert mich so ein bisschen einfach an das Feature, dass man beispielsweise einen mythischen Brawler kaufen kann im Shop und du weißt nicht, welcher das ist. Das könnte man im Prinzip auch als Box darstellen. Ist im Prinzip eh das gleiche. Also habe ich nochmal neue Boxen vorgestellt? Ich glaube, das war's, ja. Also ihr seht, ich habe auf jeden Fall schon öfters danach gebeten und Supercell angebetet, dass wir neue Boxen bekommen. Und wie gesagt, jetzt erst vor kurzem eben im Call mit Supercell direkt im Prinzip angesprochen, dass das eine geile Sache wäre. Ich habe da wirklich für uns alle gesprochen. Und wenn das passiert, ey, dann könnt ihr dem Jungen hier danken, dass wir endlich eine neue Box bekommen. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. So, dann kommen wir direkt zu euren paar Ideen, die ihr mir geschickt habt. Daninator schreibt, eine gelbe Box, man könnte nur Legendäre ziehen und sie kostet 2000 Gems. Also ähnlich wie die Box, die wir gerade eben gesehen haben, die Legendary Box. Finde ich an sich mega geil, also ganz ehrlich, ist schon eine heftige Idee. Ja, für 2000 Gems ist etwas zu teuer, weil du musst halt überlegen, gerade im Shop, der teuerste legendäre Brawler, wenn er mal drin ist, kostet 699 Gems, glaube ich. Und das ist Ambrus. 2000 wäre etwas zu viel, da müsste schon mehr drin sein als nur ein legendärer Brawler. Also wenn eine Box 2000 Gems kostet, was 100 Euro übrigens entspricht, dann erwarte ich mir da mindestens einen legendären Brawler, mindestens 5000 Powerpunkte, wenn nicht sogar noch mehr, und einiges an Gold. Das wäre, glaube ich, schon so das Minimum und natürlich ganz, ganz viele Tokens, dass wir da auf jeden Fall schön rein sneaken können und ein bisschen was verbessern können. Oder generell, was auch damals oft schon suggested wurde von euch, einfach eine Powerpunkte-Box. Einfach eine Box, die gar keine Chance hat, also wo du gar keine Chance hast, einen legendären zu ziehen, sondern nur Powerpunkte. Was noch ein Konzept ist, aus Clash Royale übernommen, ist halt die sogenannte Blitzbox. Du kannst halt einfach zum Beispiel 5-mal blitzen pro Box. Wenn du jetzt Powerpunkte ziehst, kannst du ganz am Ende sagen, okay, ich will die nicht. Die 70 Powerpunkte für, Poco will ich nicht. Ich klicke da drauf. Dann generiert das nochmal so mäßig einen neuen Brawler und dann hast du einen neuen Brawler. Und das kannst du 5-mal machen. Beim 5. Mal kannst du es nicht mehr ändern. Dann haben wir noch eine Idee von Mali. Ich würde eine grün-weiße Skinbox machen für 79 Gems und man kann ganz normal, man kann alle normalen Skins ziehen. Ist eine geile Idee, also eine Skinbox generell. Dann hast du halt einfach nochmal den Überraschungseffekt und wenn du Glück hast, ziehst du halt einen Skin, der eigentlich 300 Gems kosten würde. Wenn du Pech hast, ziehst du halt einen Skin, der nur 30 kosten würde. Aufgrund dessen, dass es halt diesen Glücksspielfaktor hat, ich könnte mir vorstellen, dass das zu einem Problem führen würde, dass das eben App Store und Google Play Store nicht zulassen würde. Dann schreibt der Taikana Derstone, er wünscht sich eine Box, wo man nur mythische und legendäre ziehen kann. Also klar, das sind halt Boxen so oder Ideen, die sind halt ultra krass. Also ich glaube, das wird jeder Uldo mal feiern, wenn man wirklich so eine Box ins Game bekommt. Aber man muss natürlich auch realistischerweise denken. Macht Supercell sowas? Macht das Sinn? Die wollen ja im Prinzip, dass ein Legendärer besonders bleibt, dass man den nicht so einfach bekommt. Und wenn die jetzt einfach eine Box raushauen würden, wo man nur Legendäre oder Mythische ziehen kann, dann ist der legendäre Brawler natürlich irgendwo nicht mehr so besonders. Realistisch gesehen, glaube ich, sehe ich die Chancen für so eine Box eher schlecht. Und dann haben wir noch Mikael Dogan, der schreibt, ich würde sagen, man kann epische, mythische und legendäre ziehen. Und man kriegt sie am Ende des Brawl Pass. Und im Shop kostet sie 100 Gems, aber die Chance auf Leggy steht 1-2. Bro, du hast hier Erwartungen. Also, das wird Supercell niemals machen. Das heißt, in jeder zweiten Box ist ein Legendärer drin. Niemals. Bro, eine Megabox kostet 80 Gems. Und da hast du so die Chance von 1-100. Also, das können wir gleich vergessen. Aber ich fand eure Ideen auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.